So, ja, schönen guten Abend und willkommen zur Männerakademie, der letzte Abend in dem Semester. Und erstaunlicherweise etwas später beenden wir die Männerakademie als geplant, weil wir einen Nachholtermin haben, weil das Thema Borderline hat offenbar irgendwelche geheimen Dinge, die uns irgendwie in eine Situation verbringen, dass wir technische Probleme hatten wir heute auch, aber wir haben sie hoffentlich im Griff. Hoffentlich könnt ihr uns sehen im Stream. Euch auch alles Gute und schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben ein spannendes Thema, ein mysteriöses Thema, ein Thema, wenn ich den Leuten immer gesagt habe, was wir haben, haben sie gesagt, sehr spannend. Ich kenne ein paar Leute, die eine Borderline-Diagnose haben, aber so richtig weiß ich eigentlich gar nicht, was es ist. Dann kennen die so ein paar Details, die manchmal spektakulär ist. Das sind das nicht die Leute, die sich ritzen, etc. Man weiß es nicht genau, aber am Ende des Abends werden wir es genau wissen, weil Dr. Christoph Emer von Geisow uns genau erklären wird, was Borderline ist, was wir darunter verstehen, was die Symptome sind und wahrscheinlich auch, was Behandlungsansätze dazu sind. Und er spricht auch aus berufenem Munde, nicht nur, dass er Psychoanalytiker ist, sondern er hat auch lange Zeit die Borderline-Abteilung des Harlachinger Krankenhauses geleitet. Und vielleicht magst du anfänglich auch noch zwei, drei Sätze zu dir sagen. Wir sind froh, dass du da bist und wir sind froh, dass wir endlich mal dieses spannende Thema haben. Und ich übergebe an dich zum Männerakademie-Thema Borderline. Und eine Geschichte, wenn ihr während des Vortrags auch Rückfragen habt, auch im Stream, wenn irgendetwas wirklich unklar ist, könnt ihr auch Fragen stellen. Ich kann sie eventuell einbringen. Das heißt, man kann schon auch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet jetzt gleich was klären, kann man schon was machen. Ansonsten haben wir natürlich wie immer am Ende des Vortrags nochmal eine Diskussionsmöglichkeit, wo wir alle Fragen einfach sammeln und besprechen werden. Und jetzt übergebe ich an dich. Vielen Dank, dass du da bist zum Thema Borderline. Danke. Ja, lieber Christopher, schönen Dank dir und dem Sub der Männerakademie für die Einladung zu dem Thema. Ich bin froh, mal wieder dabei zu sein und ich freue mich auch ganz besonders, dass ein paar Gäste oder einige Gäste sich getraut haben, wieder live zu erscheinen nach der langen Zeit der Sorgen, die man haben musste, wenn man sich so trifft und der Gewöhnung vielleicht auch ans Digitale. Also das finde ich sehr schön. Ne, vielleicht vorweg, ich fände es schön, wenn die, die so weit hinten sitzen, wenn sie Lust haben, ein bisschen nach vorne kommen, weil ihr sitzt für mich so ganz im Dunkeln und so weit weg und vielleicht kommen wir auch ein bisschen ins Gespräch. Ich werde niemanden zwingen, das zu tun, aber falls jemand Lust hat, dann würde ich mich freuen. Ja, Christopher, du hast schon gesagt, worum es heute gehen wird und mich gebeten, ein paar Sätze zu mir zu sagen. Also was für heute vielleicht ganz gut ist zu wissen für unser Thema. Du hast schon gesagt, ich habe lange Zeit in einer Klinik, in einer Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie gearbeitet und war dort aktiv und Leiter in einem Team auf einer Station, wo wir schwerpunktmäßig Menschen mit sogenannten schweren Persönlichkeitsstörungen behandelt haben und insbesondere Menschen mit dem, was man Borderline-Persönlichkeitsstörung nennt. Also das ist so im Wesentlichen mein Erfahrungshintergrund. Von meiner Ausbildung und Erfahrung her bin ich psychoanalytisch ausgerichteter Psychotherapeut und Facharzt für psychosomatische Medizin. Das wird vielleicht im Verlauf, besonders wenn wir über Behandlungsmöglichkeiten sprechen, was aber, denke ich, nicht allzu viel Raum von meiner Seite jetzt erstmal zumindest so vorgesehen einnehmen wird, dass meine Betrachtungsweise, meine Verstehensweise und auch aktive Umgangsweise in Behandlungen, sagen wir mal, psychoanalytisch im weitesten Sinne orientiert ist. Ich werde versuchen, das aber noch ein bisschen genauer dann zu erklären. Vielleicht, weil das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung oder die Störung eine ziemlich vielfältige ist und auch komplexe ist, gebe ich am Anfang einen kurzen Überblick über das, was ich heute fokussieren will. Und wir haben dann, denke ich, im Gespräch die Möglichkeit, das andere, ein oder andere zu vertiefen und dem, was ich zuerst mal vorstelle. Bevor ich etwas sage zum Erscheinungsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung, also zu den Symptomen beziehungsweise typischen Verhaltensstörungen, kann man es nennen, Verhaltensweisen von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, möchte ich ein paar grundsätzliche Überlegungen zum Krankheitsbegriff beziehungsweise zum Gesundheitsbegriff anstellen, weil ich denke, dass das auch für das Verständnis
der Borderline-Persönlichkeitsstörung ziemlich hilfreich ist. Und nach der Darstellung der Symptome dieser Störung möchte ich über die Entstehungsbedingungen dieser Störung sprechen und da eigentlich auch einen Schwerpunkt gerne drauf legen, weil ich denke, dass das etwas ist, was man nicht so leicht recherchieren kann, zum Beispiel im Internet nicht so leicht nachlesen kann, das ist nicht so leicht zugänglich, zumindest in einer irgendwie kompakteren, leicht verständlichen Form. Das ist meine Erfahrung. Deswegen möchte ich das fokussieren und möchte in dem Zusammenhang, oder was das betrifft, die Entstehungsbedingungen, die Störung der Entwicklung einer psychischen Grundfähigkeit besonders ausführen, die, wenn sie gestört ist, besonders anfällig dafür macht, die Symptome oder Probleme zu entwickeln, die bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen häufiger auftreten. Und das ist die sogenannte Mentalisierungsfähigkeit. Davon eine Vorstellung zu haben, das macht auch besser oder verschafft einem besseren Zugang zu dem, also eine Vorstellung auch bekommen zu können, dem, wie eigentlich Therapie, Psychotherapie helfen kann, was da so die grundlegenden Mechanismen sind, die Vorgehensweisen. Und am Ende möchte ich, wenn es sich ergibt, also wenn wir dazu auch noch Zeit haben, vielleicht kurz mit euch darüber nachdenken, ob es irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen Borderline-Persönlichkeitsstörung und, ich sage mal, dem Rahmen der hiesigen Veranstaltung, nämlich Männerakademie. Also gibt es irgendetwas, was Zusammenhänge mit dem Geschlecht oder vielleicht der sexuellen Orientierung und so weiter, haben wir uns am Anfang, als um die Entscheidung ging, über welches Thema könnte man hier in der Männerakademie mal widersprechen oder mal sprechen, überlegt, macht das Sinn in dem Rahmen, und wir haben dann gefunden, auch wenn es nicht allzu viel Spezifisches für Männer, welche Männer auch immer es geben sollte, dass es ein Thema ist, was interessieren kann, weil es eine ziemlich häufige psychische Störung ist. Ja, soweit der Überblick. Zum Krankheitsbegriff ein paar Gedanken. Ich finde es ganz hilfreich, darüber nachzudenken oder sich klarzumachen, dass der Begriff Krankheit versus Gesundheit sowohl in der Medizin, also im Zusammenhang mit körperlicher Erkrankung oder Störung, aber ich finde ganz besonders im Zusammenhang von psychischer Störung, wir sagen übrigens als Psychotherapeuten, wir sagen immer Störung, um den Begriff Krankheit ein bisschen zu vermeiden, der auch ziemlich problematisch sein kann, und zwar deswegen, weil es keine exakte Grenzziehung zwischen Krankheit und Gesundheit gibt, besonders wie gesagt im psychischen Zusammenhang. Wenn ich sage, ich bin krank, dann habe ich als Individuum ganz subjektive, sage ich mal, Gründe oder Kriterien, warum ich mich als krank bezeichne. Und jeder hat das. Natürlich geprägt von dem, was andere, also die Fachleute, die Gesellschaft, die Menschen um einen rum, die Kultur, in der man lebt, oder auch die Zeit, in der man lebt, sozusagen vorgibt, also einen prägt in der Hinsicht. Dennoch gibt es subjektive Kriterien. Also ein Kriterium ist zum Beispiel, ich sehe oder empfinde mich als krank, wenn ich leide unter einem Symptom oder einer Verhaltensweise, die ich habe. Also wenn ich Schmerzen habe, dann kann ich darunter leiden, mehr oder weniger leiden und deswegen mich krank finden. Oder wenn ich Schwierigkeiten habe, Freunde zu finden oder einen Partner, eine Partnerin zu finden, dann kann ich darunter leiden, dann kann ich das als krankheitswertig betrachten oder ich kann damit auch ziemlich gut leben. In der körperlichen, also im medizinischen, im körperlichen Bereich gibt es diese Phänomene auch, wenn man das genauer betrachtet. Also es gibt Menschen irgendwie, die haben Veränderungen körperliche, die, sagen wir mal, Veränderungen im Sinne von die vom Durchschnitt abweichen, die krankheitswert haben können, also Krankheitswert in dem Sinne, dass man darunter leidet, sich irgendwie eingeschränkt fühlt, oder man kann das
ohne Probleme irgendwie an sich tolerieren, sag ich mal, oder gar nicht wahrnehmen. Das wird ziemlich deutlich jetzt so an Beispielen wie Alterserscheinungen. Also man kann Verschleißerscheinungen am Bewegungsapparat zum Beispiel haben und kann dadurch eingeschränkt sein und sich krank fühlen, oder man merkt es gar nicht, oder es kann festgestellt werden in einem Röntgenbild zum Beispiel, und es hat aber keine Relevanz für den Betreffenden, für den einen und für den anderen schon. Und das, finde ich, ist beim Psychischen ganz besonders ausgeprägt, weil da die Subjektivität oder Wertung von den Beteiligten eine größere Rolle spielt, warum auch immer das so ist. Es gibt neben den subjektiven Kriterien, den unterschiedlichen für die Begründung, warum man etwas krank empfindet oder nicht, auch von außen kommen, also aus der Außenperspektive, ganz unterschiedliche Kriterien, also von offiziellen Stellen, von Menschen um einen herum. Nur Beispiele zu nennen, bei der Rentenversicherung zum Beispiel ist Krankheit im Wesentlichen oder ganz wesentlich dadurch definiert, dass man arbeitsfähig ist oder nicht mehr arbeitsfähig. Das mag aus einer anderen Perspektive gar keine Rolle spielen. Ein ziemlich problematisches, finde ich, oder problematischer Hintergrund, etwas krankhaft zu empfinden oder wir sagen zu pathologisieren, also ich sage mal jetzt Merkmalen oder Phänomenen, um es mal so ganz neutral zu sagen, Krankheitswert zuzuschreiben, ist die Tatsache, dass etwas anders ist als in der Mehrheit zum Beispiel, also dass ein Minderheitsmerkmal, also wenn die Homosexualität ist, finde ich, ein sehr eindrückliches Beispiel, oder Transsexualität und vieles andere auch, also dass die Mehrheit der Individuen etwas als krank bewertet, was anders ist, als sie selbst sind. Und das kann Formen annehmen, und das ist etwas, was allen vertraut ist irgendwie, was in verschiedenen Kulturen sehr verschieden ist, was in unterschiedlichen Bevölkerungskreisen, Szenen könnte man sagen, sehr unterschiedlich sein kann und was auch über die Zeit sich sehr ändert. Das ist ja am Beispiel der Homosexualität sehr leicht zu erkennen, irgendwie, dass das sich sehr verändern kann, auch in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, sich deutlich verändert hat, wenn auch es noch immer noch existiert, dass die Homosexualität von vielen als etwas Krankhaftes empfunden wird. Und ich meine, das kann so weit gehen, dass man sich so fragen könnte, wer aus einer bestimmten Perspektive, wer ist eigentlich krank? Derjenige, der von der Gesellschaft, von der Mehrheit für krank erklärt wird, oder die Gesellschaft, die das tut? Und ich finde, ziemlich eindrücklich ist das auf den Punkt gebracht worden von dem Schulenfilmemacher Rosa von Braunheim, den vielleicht einige von euch kennen, der in den 70er Jahren einen für die Schwulenbewegung ziemlich wegweisenden Film gemacht hat, dem er den Titel gegeben hat, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Ich finde, da wird es sehr eindrücklich auf den Punkt gebracht. Situation könnte man auch ersetzen, so ungefähr durch in der Gesellschaft, in der er lebt. Und da gibt es dann ein Phänomen, nur am Rande erwähnt, finde ich, dass die so für krank erklärt werden, dann sekundär, könnte man sagen, tatsächlich krank werden, weil sie darunter leiden, entwertet zu werden, ausgegrenzt zu werden und dergleichen. Also das dann zu Problemen psychischer Natur oder psychosomatischer Natur führt, wie Depressionen, körperliche Erkrankungen, die psychisch im Wesentlichen verursacht sind und so weiter. Um diese Polarisierung, und ich spreche jetzt immer noch allgemein, aber ich finde, es gilt auch eben für die Borderline-Persönlichkeitsstörung, diese Polarisierung, dieses Schwarz-Weiß-Ding zwischen gesund und krank ein Stückchen zu relativieren, ist es ganz gut, finde ich, sich so klar zu machen, dass die allermeisten Symptome, die es überhaupt im psychischen Bereich gibt, und eben auch bei der Borderline-Persönlichkeit, Symptome sind, die in irgendeiner Weise wir alle kennen. In weniger ausgeprägter Form, mal kurzfristig, häufig ausgelöst durch Stress, durch Konfliktstimmung oder so. Das können wir vielleicht, oder können,
können Sie ein bisschen, könnt ihr ein bisschen im Hinterkopf behalten, so diese Überlegung, wenn ich jetzt gleich über typische Symptome spreche, ob das was ist, was man bei sich selbst auch beobachten kann in irgendeiner Form oder bei anderen mitkriegt, die noch lange nicht deswegen als psychisch krank sich oder gestört sich bezeichnen würden oder die Diagnose bekommen haben. Ja, zur Borderline-Persönlichkeitsstörung, zu den Ausdrucksformen. Ganz kurz der Name, die Bezeichnung Borderline-Persönlichkeitsstörung. Borderline, deutsch Grenzlinie, ja, hat historische Gründe. Dass der Begriff ist, ich glaube, in den 50er Jahren, ich habe es gar nicht mehr genau in Erinnerung, ist geprägt worden, weil man damals die Vorstellung hatte, dass das eine psychische Erkrankung ist, die, sag mal, so ein Mittelding ist zwischen psychotischen Erkrankungen, also schizophrene Erkrankungen sind solche zum Beispiel, und den sogenannten neurotischen Erkrankungen, also Erkrankungen, wo, also zum Beispiel depressive Störungen, Angststörungen, psychosomatische Störungen unterschiedlicher Art, nur Beispiele zu nennen. Das sieht man heute, das sieht man nicht mehr genau so, aber das ist der Grund, warum das so heißt. Und Persönlichkeitsstörung bedeutet, dass es sich bei den Betreffenden um eine Veränderung oder eine Beeinträchtigung handelt, nicht im Sinne von ein einzelnes Symptom haben, ein psychisches wie Depression oder Angst oder eine Zwangserkrankung, sondern eine, sage ich mal, eine psychische Grundbeeinträchtigung, die, sagen wir mal, tiefer liegt und die auch, könnte man sagen, stabiler ist, also die sich nicht ganz so leicht beeinflussen lässt, die einen Menschen prägt und prädestiniert, also anfällig könnte man sagen, dafür macht, dass die betreffende Person verschiedene Symptome entwickeln kann. Zur Häufigkeit, das noch ganz kurz, das ist, also es ist eine häufige, könnte man sagen, ist natürlich relativ eine häufige psychische Störung. Exakte Zahlen zu sagen, ist fast unmöglich. Es gibt alle möglichen Untersuchungen, Studien, die das beziffert haben, und da gibt es Zahlen wie 2% der Bevölkerung oder 3%, manche sagen 4%. Diese Unterschiede kommen dadurch zustande, dass es genau eine Frage ist, was genau meint man eigentlich, wie definiert man das? Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Definitionen. Es gibt keine allgemeingültige, das heißt international oder innerhalb eines Fachkreises, also gibt es keine eindeutige, festgelegte Definition von dem, was eine Borderline-Störung ist. Ich werde jetzt ein paar typische Symptome ein bisschen erläutern jetzt im Folgenden und sagen, dass eine Möglichkeit, also eine Version, die existiert zum Beispiel in den großen internationalen Diagnosekatalogen, das sieht so aus, von 9 Symptomen, also nur Beispiel jetzt, von 9 Symptomen oder Symptomgruppen, die ich dann jetzt auch gleich erwähne, oder die meisten zumindest, wenn davon 5 bei jemandem vorliegen, dann stellt man die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass wenn jetzt jemand nur 4 hat, dass der nicht unbedingt anders krank ist oder ein grundsätzliches anderes Problem hat als jemand, der 5 oder 6 oder 7 hat, sondern dass das nur eine, sondern man macht das, damit man überhaupt sich damit wissenschaftlich befassen kann und kommunizieren kann. Also dass man eine gewisse Abgrenzung zu anderen Störungen vornimmt, ohne aber, dass diese Abgrenzung, wie gesagt, aber die sind wirklich künstlich. Also die dienen der, man könnte sagen, der Praktikabilität im Umgang damit, in der Erforschung, in dem das Fachleute sich austauschen, dass man dem Kind, könnte man auch so ein bisschen salopp sagen, einen Namen geben kann. Aber es ist, wenn jemand das nicht genau erfüllt, diese offiziellen Kriterien, dann hat er nicht eine andere Krankheit als jemand, der es erfüllt.
Das finde ich sehr wichtig, sich klar zu machen. Also es gibt nicht den Borderliner oder die Borderlinerin und die anderen, die das nicht haben, Glück gehabt, ich habe das nicht oder so, sondern relevant ist nur, wie und in welcher Intensität fühlen sich die Betroffenen beeinträchtigt. Oder die Umgebung, das ist auch ein Kriterium irgendwie. Also wie sehr machen die Betroffenen den Menschen in ihrer Umgebung schwer, zum Beispiel mit ihren Verhaltensweisen. Aber das hat auch für die Behandlung letztendlich für Psychotherapie oder wenn man auch Medikamente gibt, was keine große Rolle spielt, sage ich gleich an der Stelle, nicht sehr relevant ist für die Behandlung, macht das keinen Unterschied, ob man diese offiziellen Kriterien erfüllt oder nicht. Ja, das zum Allgemeinen. Symptome, ich versuche es ziemlich kurz zu halten, weil es zum einen sowieso uferlos ist. Das ist eine Störung, die ein breites Spektrum von Symptomen und Einschränkungen mit sich bringen kann. Und zwar eigentlich, man könnte sagen, alle, die es überhaupt im psychischen Bereich gibt, weitgehend alle. Und das ist auch was Typisches für die Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass es so ein breites Spektrum ist und dass diese Symptome nicht stabil sind, in aller Regel nicht stabil sind. Stabil meint, dass über eine längere Zeit das sich sehr verändert, dass sich das abwechseln kann und dass es typischerweise auch ziemlich schnell gehen kann, dass das wechselt. Also man kann irgendein Symptom am Vormittag empfinden und am Nachmittag ist es schon wieder vorbei. Und bei vielen anderen Störungen ist das häufig sehr viel stabiler. Da geht das über Wochen, Monate, Jahre manchmal. Das ist bei Borderline-Persönlichkeitsstörung eher untypisch, dass eine Symptomatik länger anhaltend ist. Wenn wir das jetzt die Liste anschauen, mach es einfach der Reihe nach. Ein Merkmal ist, dass die Personen dazu neigen, sehr intensive Bindungen oder Beziehungen zu anderen Menschen eingehen. Intensiv heißt, dass die Emotionen, die damit einhergehen, also verliebt sein, Nähewünsche, Nähegefühle haben oder auch sexuelle Anziehung zu empfinden, sich verbunden fühlen und Ähnliches, sehr intensiv ist und sehr, sehr schnell und durch einen kleinen Auslöser, also durch irgendwas Positives an der anderen Person wahrnehmen, dass das sehr schnell, kann man sagen, entfacht werden kann und dass die Menschen auch, sagen wir mal, ziemlich forsch oder so ziemlich direkt das dann versuchen, auch in die Tat umzusetzen, also es zu realisieren, eine Beziehung, eine Freundschaft einzugehen. Und umgekehrt, ein anderes Merkmal ist ziemlich typisch, dass diese Beziehungen oder Verbindungen ziemlich labil sind, also dass die sehr leicht störbar sind für die Betroffenen durch irgendeine Wahrnehmung, irgendein Ereignis, dass das plötzlich umkippen kann in der Ablehnung, in das Bedürfnis, sich zu Abstand voneinander zu nehmen oder zu trennen. Also das Typische für Borderline, Anführungszeichen, Beziehungen ist, dass sie kurzfristig oft sind, dass es aber für die Betroffenen möglich ist, auch oft sehr schnell wieder eine Bindung einzugehen, also dass es ihnen auch gelingt, wieder eine Beziehung herzustellen oder eine Freundschaft einzugehen. Also das ist dieses, was man instabile zwischenmenschliche Beziehungen nennt. Und das geht, was ich da geschrieben habe, oft rascher Wechsel zwischen Überidealisierung und Abwertung. Das ist auch ein Phänomen, das haben vielleicht manche schon gehört, das nennt man so Schwarz-Weiß-Denken oder Schwarz-Weiß-Empfinden irgendwie, dass die betroffenen Menschen dazu neigen, in Extremen zu empfinden, also jemanden ganz toll zu finden und es alles ist nur super oder alles nur schlecht zu finden, also Menschen radikal negativ zu erleben und wie schon vorher gesagt, dass das eine ins andere wechseln kann, oft ziemlich abrupt. Ein weiteres Merkmal, und das wird vielleicht schon deutlich, wenn ich das so ein bisschen ausführe, das überlappt sich auch oder das eine bedingt sich oft oder ist eng miteinander verbunden. Das weitere Merkmal ist die Impulsivität. Das meint, man könnte das so beschreiben, dass die betroffenen Menschen ihre Bedürfnisse unterschiedlichster Art
sagen wir mal, nicht lange irgendwie für sich behalten können, sondern eine starke Tendenz haben, die auszuleben. Und das kann sich auswirken auf sehr unterschiedliche Bereiche. Ich habe ein paar da in Klammern aufgeführt, zum Beispiel Sexualität. Also wenn sexuelle Erregung da ist oder sexuelle Lust da ist, dass es dann sehr drängend für die Menschen ist und dass die das auch intensiv dann ausleben. Das kann sich beziehen auf das Bedürfnis, eine Substanz, also eine Droge, Alkohol, irgendwelche Drogen einzunehmen, die irgendwie gut tun. Also es gibt unter den von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung betroffenen Menschen eine relativ hohe Quote, eine relativ große Häufigkeit von Substanzmissbrauch, von Abhängigkeiten auch. Es kann zum Beispiel auch, es gibt die Neigung dazu, zu klauen, also auch sozusagen kriminell zu werden, indem man, wenn man Lust hat, also ein Bedürfnis spürt, irgendwas zu haben, dann die Grenze nicht einhält, das dann nicht an sich zu nehmen, ohne dafür zu bezahlen zum Beispiel, sondern mit dem Gefühl, irgendwie, ich habe das Bedürfnis, ich möchte das Ding haben und das steht mir auch irgendwie zu, das ist sozusagen im Hinterkopf dann die Vorstellung. Und ein weiteres Beispiel ist bezogen aufs Essen, also dass Menschen, Borderline-Menschen haben auch häufiger Essstörungen, zum Beispiel eine Bulimie oder eine bulimische Symptomatik oder Fressanfälle, um es jetzt mal so salopp zu sagen, wenn die Hunger haben, dann ist es nicht so leicht möglich, sagen, oh, ich habe schon genug gegessen oder ich möchte nicht zunehmen oder ich bin schon dick oder so, ist nicht gut, dann das auch zu kontrollieren, das Bedürfnis sozusagen auszuhalten, ohne es zu befriedigen. Das kann sich auf Geld ausgeben beziehen, das kann sich auf Aktivitäten beziehen, wie zum Beispiel Autofahren, weil es Spaß macht, den Rausch der Geschwindigkeit zu erleben, oder was heißt Spaß macht, weil es wichtig ist, den zu erleben, da kommen wir später noch drauf. Und das kann, wie man sich gut vorstellen kann, einige Nachteile mit sich bringen, diese Impulsivität. Und kann es den Mitmenschen schwer machen, wenn jemand bei einem kleinen Anlass wütend wird und aus der Haut fährt. Damit kommen wir schon zu einem weiteren Punkt, das ist jetzt der übernächste auf der Liste, das ist die Neigung zu übermäßig starker Wut. Das ist nur ein Beispiel, was oft erwähnt wird, aufgeführt wird, weil es besonders problematisch ist für beide Seiten sozusagen. Ganz allgemein ist es aber so, dass überhaupt die betroffenen Gefühle dazu neigen, zumindest Gefühle sehr intensiv zu erleben und die Gefühle auch, wie wir das nennen, auszuagieren. Also zum Beispiel, wenn sie wütend werden, dann auch physisch das Ausagieren, also Gewalt anwenden. Das kann auch gegen sich selbst gerichtet sein. Also wenn die Betroffenen mit sich selbst unzufrieden sind, sich irgendwie nicht leiden können, weil sie irgendwas nicht hinkriegen, einen negativen Eindruck von sich selbst haben, dann auch leicht zum Beispiel Lebensmüdigkeitsgefühle entwickeln und auch gegen sich selbst die Aggression richten, indem sie versuchen, sich das Leben zu nehmen. Oder, anderer Punkt, sehr häufiger, was viele für ein Merkmal halten, was immer bei Borderline-Störungen vorkäme oder sagen, wenn jemand das hat, dann muss es ein Borderliner sein, nämlich sich selbst zu verletzen. Das ist etwas, was es bei vielen gibt, was aber keineswegs bedeutet, und das ist mir wichtig, das zu betonen, weil meine Erfahrung ist, dass viele das durcheinander bringen oder eine falsche Vorstellung haben, sich selbst zu verletzen. Also wenn irgendein Mensch sich selbst verletzt, man das von jemandem mitkriegt, heißt das nicht, dass er eine Borderline-Störung hat. Man kann höchstens sagen, es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mehr als bei irgendeinem anderen Symptom vielleicht, dass er eine Borderline-Störung hat, aber das alleine definiert das eben nicht, sondern das Zusammenkommen von vielen anderen Gründen und, darauf kommen wir nachher auch noch, der innere psychische Hintergrund, warum das jemand tut, der kann ziemlich typisch für Borderline-Störungen sein. Eine andere Definition noch oder eine andere Perspektive auf etwas Typisches für Borderliner ist die Feststellung, dass die Betroffenen sehr allgemein im Vergleich zu dem Vorhergesagten ihre Gefühle schlecht regulieren können. Oder was ich da nicht mit hingeschrieben habe, was aber da noch hingehört, ist ihre Gefühle nicht oder oft ihre Gefühle nicht gut wahrnehmen können.
Also sowas wie Wut zum Beispiel typischerweise geht gut, kann man so ganz vereinfacht sagen, das gelingt vielen. Obwohl, wieder anders gesagt, wenn Außenstehende bemerken, dass die betroffene Person wütend ist, muss das noch nicht heißen, oder aggressiv ist, ist vielleicht besser so gesagt, muss das noch nicht heißen, dass die betreffende Person das selbst als Aggression wahrnimmt. Also da kann es eine ziemliche Diskrepanz geben. Das ist auch für den Umgang und insbesondere für Therapie ziemlich wichtig, dass man darüber sozusagen in einen Austausch kommt und miteinander klärt, warum finde ich als Außenstehender dich aggressiv und du selbst das nicht. Aber es hat im weitesten Sinne was mit dieser jetzt angesprochenen Einschränkung bei vielen Menschen zu tun, sich über ihr, ich kann es auch so formulieren, über ihr Gefühlsleben, über das, was emotional in ihnen vorgeht, gut klar zu werden. Also das auch benennen zu können, ich bin eifersüchtig oder ich bin ärgerlich oder ich habe Angst oder ich bin neidisch oder sowas. Und das leitet über zu einem anderen typischen Merkmal, typischen Symptom von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass sie nämlich nicht oft, kann man sagen, nicht unter, also bestimmte, umschriebene, definierbare Gefühle in sich tragen, erleben, sondern dass sie eine in diffusen Spannungszuständen sind. Also dass sie sagen, ich bin unruhig, ich habe einen wahnsinnigen Druck in mir, ich fühle mich angespannt. Und dieses Phänomen, wir kommen später dazu, das auch ein bisschen zu verstehen, wie das eigentlich entsteht, warum Menschen das so erleben, diese diffusen Spannungen zum Beispiel, die führen wiederum oft zu typischen Verhaltensweisen, die jetzt auch zu diesen Symptomen gehören, die man häufig beobachtet, nämlich zu Verhaltensweisen, die das Ziel haben, diese diffusen Spannungsstörungen irgendwie zu beruhigen. Also man kann sagen, das irgendwie zu kanalisieren oder das aus sich rauszukriegen, indem man zum Beispiel sich selbst verletzt, das ist eine Möglichkeit irgendwie, also sich Schmerz zufügt oder indem man merken kann, dass warmes Blut am Arm zum Beispiel runterfließt, also die Wärme merkt, oder man die Verletzung, die Betroffenen selbst die Verletzung sehen, diese Spannungszustände runterregeln können. Das kann aber auch das vorher genannte sein irgendwie oder vorher genannte Phänomene zum Beispiel, stark, also sexuelle Erregung und Befriedigung kann solche Spannungszustände reduzieren. Klammer auf, Klammer zu, fällt mir an der Stelle ein, nicht nur bei Borderlinern, sondern bei allen Menschen, mehr oder weniger. Also das kennen vielleicht einige irgendwie, wenn irgendwie Unruhe, Stress, nicht einschlafen können, kann sexuelle Befriedigung, Selbstbefriedigung zu einer Beruhigung führen. Das ist jetzt, das würden wir sagen, ist was Normales. Es hat keinen Krankheitswert. In der extremeren Form, bei extremeren Anspannungszuständen und extremerem sexuell sich stimulieren und befriedigen, kann das Krankheitswert kriegen, kann man es ein Symptom nennen. Das ist vielleicht ein Beispiel, wo man das, was ich am Anfang gesagt habe, ein bisschen nachvollziehen kann. Noch ein weiteres. Oder zwei weitere, die hier genannt sind, in Kürze hänge ich noch dran. Es gibt auch ein Phänomen, was gar nicht selten ist, das scheinbar dem widerspricht, was ich bisher gesagt habe, dass nämlich die Betroffenen unter, wir nennen das chronischen Leeregefühlen leiden, also dass sie sich innerlich, dass sie, wie kann man das beschreiben, dass sie ihr Innenleben als leer empfinden. Also das beschreiben die Betroffenen auch oft so, dass in ihnen nichts los ist oder viele sagen, dass sie sich langweilen, oder wir können sagen, dass sie innerlich tot sind. Und das widerspricht sich nicht wirklich zu dem, also das ist genau das Gegenteil von dem vorher beschriebenen, wo die Betroffenen sehr intensiv was erleben, aber es existiert nebeneinander. Wenn nicht gerade die Betroffenen in einer Verfassung sind, so intensiv zu erleben, ist es sehr häufig so, dass sie zwischendrin in solche Zustände von Leeregefühlen reinrutschen quasi. Und das ist etwas, was von den Betroffenen sehr schlecht toleriert wird. Also leere Gefühle zu haben, sich innerlich leer zu fühlen, tot zu fühlen, gehört zu den psychischen
Phänomenen, nenne ich es jetzt mal, die am schwersten tolerierbar sind und wo es einen großen Druck dann gibt, das zu ändern. Und all das vorher gesagt, kann man sozusagen Anführungszeichen anwenden oder kann versuchen, das zu erreichen, um diese leeren Gefühle auflösen zu können. Ja, das war jetzt eine große Liste von verschiedenen Phänomenen, Symptomen. Vielleicht an der Stelle, weiß nicht, wie das Bedürfnis ist, ist vielleicht passend, dass ich Fragen auch beantworte, wenn Fragen aufgekommen sind. Ich weiß nicht, Christopher, wie wir es am besten machen. Ja, hier jetzt im Raum die Anwesenden oder es, glaube ich, jetzt auch über das Streaming ist es, glaube ich, auch möglich, dass Fragen gestellt werden können. Genau. Und dann können wir vielleicht uns jetzt ein Weilchen Zeit nehmen dafür. Vielleicht beruhigst du die Fragen, weil sonst ja. Die Leute streamen das nicht. Ist in Ordnung, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, also die Frage ist, ob ich das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass eine gestörte Mentalisierungsfähigkeit eine Rolle spielt, ob ich das genauer erklären kann, was es damit auf sich hat. Ich sage es in meinen Worten, oder was das für eine Verbindung zu dem bisher gesagt hat. Die Antwort auf die Frage würde ich gerne nachher geben, weil ich das sowieso vorhabe, das ausführlicher dann auch darzustellen. Ist okay, wenn wir es später machen. Noch eine Frage im Raum? Von draußen digital nichts? Alles klar, okay. Dann machen wir weiter. Bevor wir zu den Entstehungshintergründen, den Ursachen für die Entwicklung dieser psychischen Störung kommen, möchte ich das bisher Gesagte versuchen, noch in, sagen wir mal, in Überschriften etwas allgemeiner, etwas umfassender zu beschreiben. Und zwar mit jetzt auf der nächsten Folie. Man kann das so zusammenfassen, dass die Borderline-Menschen, nenne ich es so mal, und andere psychische Störungen aber auch, das heißt nicht, dass das ganz was Spezifisches ist, aber es hat einen besonderen Stellenwert, also es ist besonders ausgeprägt, eine Schwierigkeit haben, eine Einschränkung haben, das habe ich schon gesagt, man nennt die Gefühle auch Affekte oder Emotionen, gut wahrzunehmen in sich. Das hört sich vielleicht für manche komisch an. Für die Menschen, die das können, ist das schwer vorstellbar, dass es Menschen gibt, die das nicht können. Aber die Betreffenden, mit denen, die können das sagen. Die können nicht nur, dass man das von außen merkt, dass die da irgendwie Schwierigkeiten haben, sondern die können auch sagen, weil sie den Unterschied einfach feststellen zu Menschen um sie herum, die können sagen, zum Beispiel, ich kenne keine Eifersucht. Oder viele sagen auch sowas wie, ich kenne nicht verliebt zu sein. Ich höre von anderen, die beschreiben das irgendwie, die haben dann irgendwie Schmetterlinge, Bauch, irgendwas, aber das bleibt für solche Menschen oft abstrakt. Und das betrifft alle möglichen Gefühlsqualitäten. Und sie haben außerdem eine Schwierigkeit, das ergibt sich ganz logisch eigentlich daraus, Gefühle zu kommunizieren. Also die Außenstehenden sagt, dass du bist irgendwie, du hast gar keine Gefühle, oder du bist so ein kalter Mensch oder irgendwas dergleichen. Was jetzt bei Borderline, muss ich einschränkend sagen, deswegen nicht so leicht passiert, weil manche Gefühle, wie zum Beispiel Wut oder Erregung allgemeiner, sehr intensiv ist. Deswegen kommt man jetzt bei Borderlinern nicht so leicht, das so zu empfinden. Aber für andere Gefühle stimmt das durchaus. Das fällt nur nicht so auf, weil die anderen so im Vordergrund sind. Und etwas weiteres, was die Gefühle betrifft, das ist die Fähigkeit oder beziehungsweise in dem Fall jetzt eingeschränkte Fähigkeit, die Gefühle, die man erlebt, man könnte auch sagen, die emotionalen Erregungen, die man hat, runterzuregulieren. Also die Betroffenen sind deswegen, weil sie das so schlecht können, ziemlich darauf angewiesen, dass sie entweder solche Verhaltensweisen an den Tag legen, wie ich es vorhin beschrieben habe, um sie wieder runterzukriegen, die Emotionen, oder im Kontakt mit anderen Menschen beruhigt zu werden. Da kommen wir später auch noch drauf. Also, großes Thema sozusagen ist ein gestörter Umgang oder ein gestörtes Erleben und gestörter Umgang mit Gefühlen, ganz einfach gesagt. Und ein anderes Phänomen, darüber habe ich noch nicht so viel gesprochen jetzt, das ist das, was hier jetzt ich genannt habe, eine verzerrte Wahrnehmung der eigenen Person und anderer Personen. Verzerrt meint zum Beispiel,
sich, ich habe es schon angedeutet eben, sich nicht gut klar darüber zu sein, man könnte es ganz einfach sagen, wer man ist oder wie man ist oder eben auch diesen Aspekt von vorher, wie man fühlt. Also, dass man, man nennt das auch, das habe ich vorher aufgelistet gehabt, aber nicht ausgeführt, man nennt das auch eine Identitätsstörung. Also, dass jemand sich über sein, man könnte auch sagen zum Beispiel, dass die Betroffenen sich über ihren Charakter nicht recht im Klaren sind. Also wenn man die zum Beispiel fragt, was findest du, was dich unterscheidet von anderen Menschen oder was das Besondere, das Charakteristische, das Individuelle an dir ist, dann können die das oft nicht sagen. Die können das einfach nicht beschreiben. Bei denen ist das irgendwie alles ganz diffus. Und wenn man die, und das ist häufig gekoppelt, das ist verbunden miteinander, wenn man die fragt, was ist denn das Besondere an deinem Freund oder an deiner Mutter oder an deiner Lehrerin und dergleichen, dann fällt denen das auch sehr schwer. Dann sagen die eher sowas, ja, die ist ganz nett oder die ist blond oder irgendetwas sehr Grobes oder man würde sagen Oberflächliches. Und diese Einschränkungen jetzt der Gefühlswahrnehmung und Regulation und diese der Wahrnehmung, wie bin ich selbst und wie bist du, der Mensch mir gegenüber, das hat zur Folge, dass die Beziehungen, also die Begegnungen zwischen den Menschen ziemlich eingeschränkt sind und ziemlich gestört werden können. Und das kann zu vielen Konflikten führen und das ist ja auch eine Problematik, die Borderliner ganz häufig haben. Ja, das so als eine grobere Betrachtung so der Einschränkungen oder der Störungen, die diese Menschen erleben. Gerne, ja. Wenn diese eigene Wahrnehmung so verzerrt ist, wie kommt denn eigentlich ein Betroffener dann an den Punkt, überhaupt Weg eines Gespräches mit einem Psychologen zum Beispiel zu gehen oder auch einen Therapieweg dann zu gehen? Weil man muss sich ja selber dann erstmal im Klaren sein, dass vielleicht etwas nicht in Ordnung ist mit einem selbst. Ja. Was ja dann schwerfällt. Ja, also die Frage mit meinen Worten wiedergegeben, die eben gestellt worden ist, ist, wie das eigentlich geht, dass Menschen mit so einer verzerrten, also so einer Anführungszeichen falschen oder gestörten Wahrnehmung von sich selbst den Weg, ich formuliere es mit meinen Worten, in Therapie findet, wenn er doch, so habe ich Sie verstanden und dich verstanden, das gar nicht erfassen kann, was sozusagen in ihm los, was sein Problem ist. Ich denke, da gibt's viele Wege, auf denen das zustande kommt. Ich denke, also dieses etwas nicht gut differenziert, könnte man sagen, in sich wahrnehmen können, heißt nicht, dass es, ich sag mal, ein Leiden unter dem gibt, was sie wahrnehmen, ne? Unter all dem, was ich aufgeführt habe. Und es gibt natürlich die Konflikte oder die Spannungen mit den Menschen, mit denen diejenigen in Kontakt sind, die zu einem Leidensdruck, nennen wir das, führen, die das möglich machen, die Motivation sozusagen herstellen, Hilfe zu suchen. Beantwortet das die Frage ungefähr? Okay. Gibt es noch Fragen an der Stelle? Ja. Ja, bitte. Also die Frage ist, wie es ausschaut bei den besprochenen Personen mit deren Empathiefähigkeit, also mit deren Einfühlungsfähigkeit in andere. Ich würde so sagen, die Einfühlungsfähigkeit in andere Personen, die kann sogar sehr hoch sein, also intensiv sein, im Sinne von ein Gespür haben, eine Sensibilität, was ist im anderen los. Aber das kann in der vorher ausgeführten Weise beeinträchtigt sein. Im Sinne von, das kann, das kann ziemlich abweichend sein von dem, was die Person genau empfindet oder besser gesagt, es kann ziemlich undifferenziert sein. Also es kann sein, dass die Person, also die Borderline-Person, die mit dem Gegenüber empathisch ist, wahrnimmt, mit dir stimmt was nicht, du bist so angespannt oder du bist so unruhig oder dergleichen, es aber nicht gut differenzierbar wahrnimmt, was das genau im anderen ist für ein Gefühl oder für eine Stimmung oder für einen Zustand. Aber ich
Man kann nicht sagen, es gibt eine generelle Einschränkung oder Störung der Empathiefähigkeit. Christopher? Es gibt eine Frage aus dem Netz. Mhm. Was macht das Selbstbild eines Borderliners mit dem Selbstbewusstsein? Also die Frage aus dem Netz, was macht das Selbstbild eines Borderliners mit seinem Selbstbewusstsein? Das würde ich sagen, das hängt davon ab, wie das Selbstbild ist, was er gerade hat irgendwie. Also wenn das ein negatives Selbstbild ist, dann kann das das Selbstbewusstsein im Sinne von Selbstwertgefühl, ne? Also wie sehe ich mich, wie fühle ich mich in meiner Haut, natürlich negativ beeinflussen. Ja. Aber vielleicht wäre dann die bessere Frage, was ist denn die Variationsbreite dieser Selbstbilder? Du sagst, naja, wenn es negativ ist, aber ich meine, wie sehr kann das denn variieren oder kann das denn auch sehr positiv sein? Kann das sehr kontrolliert sein? Das, also die Frage wiederhole ich auch, die jetzt von dir kam. Also wie deine Frage ist, wie jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, wie groß ist die Variationsbreite ja. der Selbstbilder? Also kann das auch positiv sein? Also ist das, ich sage es mit meinen Worten auch, ist das ein Spektrum in beide Richtungen? Und das würde ich bejahen, ja. Das Typische ist gerade das, dass wie ich es am Anfang gesagt habe, dass alles existieren kann oder alles existiert potenziell, aber extrem und labil. Also dass wenn ein Borderline, eine Borderline-Person, und das sind jetzt immer Klischees und immer nur, sagen wir mal, Neigungen, ich betone es nochmal an der Stelle, das ist nicht, dass es bei jedem so ist, um es nochmal an der Stelle zu sagen, zu erwähnen. Wenn eine Borderline-Person irgendwas an sich wahrnimmt oder feststellt oder irgendwas macht, was sie positiv erlebt, dann kann das auch sehr positiv erlebt werden. Dann kann jemand super überzeugt von sich sein oder in eine Hochstimmung kommen, dass er irgendwas hingekriegt hat und sehr glücklich sein irgendwie. Und durch eine kleine Störung, durch irgendein Erlebnis, was Negatives, kann das, wie gesagt, dann ja, immer auf die andere Seite gehen. Aber die Variationsbreite ist groß. Aber die Differenzierung, aber das auch wieder nicht bei allen, die Differenziertheit, was für Gefühle oder was für Facetten des Selbstbildes, also was sind meine einzelnen Eigenschaften oder so, das kann beeinträchtigt sein auch wieder. Ja. Ja. Was passiert jetzt eigentlich in Beziehungen und Familien? Ist das ein Systemspinat? Die Frage ist, was passiert in der Familie oder in der Familie oder in der Umgebung? In Beziehungen, ja. Ist das ein Systemsprenger? Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber also Systemsprenger, du denkst wahrscheinlich irgendwie an den Film, den wahrscheinlich oder manche vielleicht kennen oder gehört haben. Das ist, nein, ja. Also es hilft nichts. Es hilft nichts heißt? Was denkst du? Ja, also dass keiner das beeinflussen kann, also dass man Systemsprenger Menschen sein, die man nicht beeinflussen kann, die man nicht beruhigen kann zum Beispiel oder die man nicht veranlassen kann, dass sich was ändert bei ihnen in dem Verhalten. So ist es gemeint. Ja, ich persönlich kenne den Begriff nur von diesem Film, der nicht allzu lange vor nicht allzu langer Zeit gelaufen ist, der Systemsprenger hin. Soweit ich das weiß, meint das besonders Kinder, die extrem aggressiv sind und die extrem wenig sich einfügen können in Beziehungen mit anderen Menschen. Und das ist nicht das, was im Durchschnitt auf jeden Fall Borderline meint, sondern das ist eine ganz besondere Akzentuierung. Aber in einem ganz weiten Sinne ist das eine psychische Störung, die mit dem Typischen von Borderline schon was zu tun hat. Also, dass das Menschen sind, die extrem aggressiv reagieren durch kleinste Anlässe und das überhaupt oder ganz wenig kontrollieren können. Und sich, sagen wir mal, andere extrem zur Last fallen oder auch schaden und sich selbst natürlich auch und darunter leiden. Und die extrem schwer
zu beeinflussen sind, also wo es wenig Möglichkeit gibt durch die Mitmenschen, sei es im normalen Alltag oder sei es professionell, also durch Fachleute, das zu beeinflussen. Aber das ist eine ganz extreme Variante von Borderline. Das wird dann auch anders genannt. Ja. Dahin sehe ich ganz vage. Meldet. Dass man das auch vielleicht schon sogar mitbekommen hat von seiner Mutter. Yeah. Also, dass man damit aufwächst und dass das dann auswächst und sich dann auch über Depressionen und so weiter und so fort äußert. Ja, die Frage ist, Sie haben es so formuliert, ist Borderline eine seelische Sache und haben es noch weiter ausgeführt. So, ist das etwas, was man zum Beispiel übernimmt von seiner Mutter? Und dann zum Beispiel depressiv wird. Die Frage würde ich auch, die Antwort auf die Frage auch noch ein kleines bisschen rausschieben, nämlich jetzt ziemlich gleich dann, wenn ich über die Verursachung, die Entstehungsmechanismen der Borderline-Persönlichkeitsstörung was sage. Da werde ich das ausführlich beantworten können. Aber da hinten habe ich so vage nur gesehen. Gab es auch noch eine Wortmeldung? Nein? Alles klar. Okay. Ja, dann würde ich gerne zu dem kommen, nämlich zu der Frage, wie entsteht eigentlich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist sehr komplex. Ich kann nur einzelne Gesichtspunkte, die ich für ziemlich wichtig halte und die auch ganz gut zugänglich sind, jetzt heute ein bisschen ausführen. Erstmal ganz, ganz global gesagt, wie die meisten psychischen Störungen ist die Borderline-Persönlichkeit multifaktoriell, sagen wir bedingt. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe ziemlich unterschiedlicher Faktoren auch, die dazu beitragen. Es gibt ziemlich sicher genetische Faktoren. Das heißt, das haben Sie, glaube ich, eben nicht gemeint, mit dem Weitergeben, doch, war auch mit enthalten. Ja, ja, das wäre, was Sie sagen, also wenn man unter schwierigen Umständen aufwächst, also mit einer Mutter, Sie haben jetzt Mutter erwähnt zum Beispiel, die selbst, Sie haben den Satz nicht zu Ende sagen können, selbst Schwierigkeiten hat oder selbst... Ja, mit diesem Kind vielleicht, ja, schon in einer gewissen Situation, ja, und das dann übertragen wird. Ja, und dieses Übertragen, und das ist der Punkt, dieses Übertragen von den Eltern auf die Kinder, das kann auf unterschiedlichen Wegen passieren. Das ist nicht sehr klar, wie es passiert, aber man kann, glaube ich, das kann man guten Gewissens sagen, davon ausgehen, dass es eine genetische Übertragung auch gibt. Das heißt also, könnte man sagen, eine körperliche, also über die Erbinformation. Und es gibt einen anderen Weg und der ist sehr viel besser erforscht, also darüber wissen wir sehr viel mehr und deswegen kann ich darüber auch mehr sagen, wie sich das überträgt dadurch, was das Kind für Erfahrungen mit den Menschen macht, mit denen es lebt, also den Eltern zum Beispiel. Und das ist das, was ich jetzt hier auch als Punkt 2 benannt habe, dass es eine wesentliche Rolle spielt, was für Beziehungserfahrungen wir besonders schon als kleine Kinder mit unseren Bezugspersonen, und das sind für viele eben die Eltern. Bitte? Ja, spannende Frage. Die Frage ist, ob das auch geht als Ungeborene. Ganz prinzipiell muss man, also ganz grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass auch schon das kleine, der Fötus im Bauch der Mutter von dem, was um ihn rum passiert. Bitte? Ja, ja, also das ist ein extra Kapitel, das ist ein spezielles, da kann man sich viel Gedanken drüber machen, das sprengt jetzt vielleicht ein bisschen Rahmen. Aber sagen wir mal, das Spezifischere, was man weiß, was zur Ausbildung einer Persönlichkeitsstörung oder eben speziell einer Borderline-Störung führt, das ist eher in den ersten Lebensjahren angesiedelt. Und das werde ich ein bisschen genauer gleich ausführen. Noch zum Genetischen, nur ein Beispiel, was die wesentliche, sagen wir mal, Weg, wie das genetisch passiert, ist eigentlich, also wo man Hypothesen hat, das ist auch nicht bewiesen, aber da spricht einiges dafür, dass eine genetische Komponente ist, also womit man geboren wird, dass,
und das ist die, das ist das Merkmal einer ziemlich, sag mal, eines ziemlich lebendigen Temperaments. Also das sehr temperamentvolle, das heißt lebendige, ausdrucksstarke, laute, wilde Kinder oder sowas könnte man sagen, dass die ein größeres Risiko haben, dass es ein Faktor ist, der dazu führen kann, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu entwickeln. Aber nicht, weil das automatisch dazu führt, sondern weil die Bezugspersonen, die Eltern, damit nicht so gut umgehen können. Und das wird gleich deutlicher in dem, was ich ausführlicher darstellen will. Bevor ich zu dem komme, diesem zweiten Punkt mit diesen speziellen Beziehungserfahrungen, und da gehört jetzt das Stichwort Mentalisierungsfähigkeit dazu, das werde ich gleich auch genauer sagen. Bevor ich das weiter ausführe, möchte ich noch erwähnen, dass sehr häufig in der Vorgeschichte von Menschen, die als Jugendliche oder Erwachsene, das ist das typische Alter, wo sich das, wir sagen, manifestiert, also wo die Symptome so richtig sich ausbilden einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Jetzt habe ich den Faden, meinen Satz verloren. Also dass in der Vorgeschichte die häufig traumatische Erlebnisse haben, also zum Beispiel sexuelle oder körperliche Gewalterfahrungen haben. Und das ist aber da auch so, dass nicht diese Erfahrungen an sich alleine das bewirken, sondern dass es ein wichtiger Faktor ist, wie die Menschen, die dieses Kind oder ja, dieses Kind um sich hat, damit umgehen, dass das Kind so etwas Traumatisches erlebt. Also es ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen abstrakt, aber wird vielleicht auch gleich ein bisschen deutlicher. Also ich möchte, um das mit den Beziehungserfahrungen zu erläutern oder dann Einblick zu geben, um was es da gehen kann, also was da typischerweise einen Einfluss hat, gleich, die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit rausgreifen. Das ist also nicht das Einzige, was da relevant ist, weil das ganz, ganz viele verschiedene Dinge sind, über die wir auch gar nicht alle wahrscheinlich, von denen wir gar nicht alle wirklich eine Vorstellung haben. Aber die ist ziemlich prägnant, die kann man ganz gut darstellen und das möchte ich im Folgenden versuchen. Da gibt es noch eine Wortmeldung, vielleicht zwischendurch kurz. Was für Beziehungen? Kommt jetzt. Kommt. Mache ich gleich. Die Frage ist nach Beispielen für diese Beziehungen, die da maßgeblich sind. Und das werde ich jetzt ein bisschen beschreiben. Die nächste Folie, da habe ich das mit der Mentalisierung erstmal ganz grob beschrieben, was das meint. Und im Folgenden werde ich die Details, wie das zustande kommt, ausführen. Mentalisierung, also die Fähigkeit zu mentalisieren, meint die Fähigkeit von uns Menschen, ich lese das einfach mal vor, den Satz, aus den beobachteten Handlungen oder zum Beispiel der Mimik eines anderen Menschen, nehmen wir Mutter und Kind als Beispiel, das ist jetzt ein Klischee, aber nur als Beispiel, die Fähigkeit der Mutter aus den Handlungen oder der Mimik ihres Kindes auf dessen mentale, das heißt auf dessen psychische und auch geistige Innenwelt, also man könnte einfacher sagen, auf sein Innenleben zu schließen, rückschließen zu können. Ich mache ein Beispiel, um das zu illustrieren, jetzt nicht mit Mutter und Kind, sondern einfach so zwischen Menschen. Also das Stichwort ist, aufgrund von äußerlich Erkennbaren von dem anderen Menschen rückschließen zu können darüber, was in dem Menschen vorgeht. Ich nehme ein bisschen altmodisches Beispiel. Man beobachtet durchs Fenster draußen auf der Straße einen Mann am Auto. Der Mann steigt aus dem Auto aus, schlägt die Tür zu und auf einmal fängt er an, in all seinen Taschen rumzusuchen. Also zu suchen ist schon eine Interpretation, in seine Taschen zu greifen nacheinander und dann irgendwann plötzlich mit der Faust auf das Dach von dem Auto zu schlagen. Was fällt Ihnen dazu ein? Was ist mit dem Mann los? Das ist jetzt nicht so schwer, aber das macht es vielleicht deutlich vom Prinzip her. Unsicherheit, Panik. Ja, also man kann, wenn man das sieht, sich vorstellen, dass dieser Mann, der da jetzt beobachtet worden ist, unsicher ist und panisch ist. Okay, was kann man noch?
Was fällt Ihnen ein? Was sieht man da? Was kann man erkennen in diesem, was ich gerade beschrieben habe? Was ist da passiert? Was ist in dem Mann los? Er hat wahrscheinlich seinen Autoschlüssel eingesperrt und ärgert sich. Ja. Also, also ich weiß nicht, ob es jetzt für die Internetgäste zu hören war, was du gesagt hast. Der hat wahrscheinlich seinen Autoschlüssel vergessen und ärgert sich. Das ist das, was ich jetzt als Beispiel demonstrieren wollte. Nur dadurch, dass man beobachtet, der macht die Tür zu, der kramt in seinen Taschen rum und der schlägt wütend wahrscheinlich aufs Auto, kann man rückschließen. Man kann aber nicht ganz sicher sagen, dass es so war. Der könnte auch festgestellt haben, dass er, also wahrscheinlich ist, er hat die Tür zugeschlagen, bei Autos früher, wo es passieren konnte, heutzutage ist es glaube ich nicht mehr so, dass er die Tür verschlossen hat, den Schlüssel jetzt nicht hat und nicht mehr ins Auto kommt. Das heißt, er sucht nach seinem Schlüssel und er ist wütend, dass ihm das passiert ist und schlägt. Das ist eine Szene, die wir beobachten, ohne wirklich zu wissen, was in dem Mann vorgeht, was passiert ist. Wir können es aber rückschließen. Und wie gesagt, das ist nicht ganz sicher. Weil es könnte auch was anderes passiert sein. Also was könnte noch als Beispiel, was könnte passiert sein, dass der so reagiert oder sich so zeigt? Er merkt, dass er kein Geld dabei hat. Ja. Könnte sein. Das ist möglich. Ja? Die Tatsache, dass er so in allen... könnte gut sein. Und was Sie jetzt machen oder wir gemeinsam, dass wir drüber nachdenken, was geht in diesem Mann vor, aufgrund der Beobachtungen, dieser äußeren Beobachtungen, die wir machen können, dieses darüber nachdenken, dieses Reflektieren, das nennt man schon mal ganz einfach betrachtet Mentalisieren. Das heißt, die Fähigkeit, über das Innere eines Menschen nachzudenken oder empathisch zu sein, das gehört auch zum Mentalisieren dazu, aufgrund dessen, was ich von außen erkennen kann, das nennt man Mentalisieren. Das bezogen jetzt nehme ich Mutter und Kind. Ein Kind, was noch nicht sprechen kann, ein kleines Kind, das kann gar nicht mit Worten sagen, ich habe Hunger oder ich habe Angst oder ich fühle mich allein oder mir ist kalt, sondern das Kind, was noch nicht sprechen kann das nur durch Körperbewegungen oder durch Laute zum Ausdruck bringen. Und die Mutter als Beispiel, die hat jetzt die Aufgabe, und das können die meisten Mütter auch ziemlich gut, die muss jetzt die Fähigkeit haben, sich rein zu fühlen und zu denken, warum das Kind jetzt schreit oder warum es unruhig in seinem Bettchen liegt und zappelt oder warum es sich dauernd an den Bauch greift oder warum es eine bestimmte Mimik hat. Aus der Erfahrung, oder aus dem, was vorher passiert ist, dass das Kind schon lange nichts mehr zum Essen hatte und so weiter und so weiter. Und die Mutter kann sich auch täuschen, das ist auch ganz normal. Aber es ist notwendig, dass das passiert, weil ein kleines Kind überhaupt keine andere Fähigkeit, keine andere Möglichkeit hat, seine Bedürfnisse oder sein inneres Befinden auszudrücken. Diese Fähigkeit, über das, was im anderen vorgeht, nachzudenken, die geht auch automatisch sozusagen damit einher, dass man auch über sich selbst nachdenken kann. Also nicht als Kind, aber später als Erwachsener. Also und zwar deswegen, das habe ich jetzt hier so formuliert in dem zweiten Abschnitt, mit der Fähigkeit zu mentalisieren heißt, das kann man sich selbst von außen und die anderen von innen sehen. Also, wenn ich mich irgendwie fühle, dann kann ich mich fragen, wie werde ich jetzt gerade im Moment von jemand anders gesehen? Also, wie erlebt mich der außenstehende Mensch? Kann der eigentlich mitkriegen, wie ich mich innerlich fühle oder verhalte ich oder zeige ich, gebe ich mich so, dass das gar nicht erkennbar ist oder vielleicht missverstanden wird? Also, das ist die Fähigkeit auf ein Selbst bezogen. Und
Zu dem, was jetzt die verschiedenen Symptome betrifft, da komme ich dann gleich auch nochmal ausführlicher dazu, spielt auch noch eine spielt besonders eine Rolle, dass die, ich nenne es jetzt mal, erwachsene Person bei dem Kind von außen erkennen kann, in welchem gefühlsmäßigen Zustand ist, also welche Gefühle es gerade in sich trägt, weil das Kind das ja noch nicht auf die erwachsene Weise kommunizieren kann und noch anders gesagt, weil das Kind das Gefühl noch gar nicht so hat, wie wir das, wenn wir älter sind, dann haben können oder wir als Erwachsene dann haben. Ja, sagen Sie? Ich sage gerade Ihren Einwand auch nochmal laut, dass alle hören können. Ihr Einwand ist, das glauben Sie nicht, dass das so ist, weil Sie denken, dass das Kind sehr wohl, sehr feinfühlig aufnehmen kann, was bei den Menschen um es herum. Ja, das würde ich auch, dem würde ich zustimmen, was Sie sagen, dass das Kind sehr feinfühlig das wahrnehmen kann. Aber was ich meine, ist, dass das Kind, ich erläutere das gleich noch ein bisschen, das ist nicht leicht in Worte zu bringen, finde ich leicht zu erklären, dass das Kind deswegen aber noch nicht so fühlen kann, wie wir fühlen. Das ist übrigens etwas, was wir nicht ganz genau wissen können, weil uns die kleinen Kinder das nicht sagen können und weil wir alle auch nicht erinnern können, wie das war, als wir ein halbes... Ja, das ist die Frage, wie man es genau sich vorstellt, wie man das nachvollziehen kann. Also ich versuche es mal so zu sagen. Die Fähigkeit zu fühlen oder auch die Fähigkeit zu mentalisieren, also das, was ich kurz beschrieben habe, dieses Nachdenken oder dieses Erfassen können, was geht in dem anderen Menschen vor, diese Fähigkeiten sind bei uns nicht angeboren. Damit kommen wir nicht auf die Welt und das entwickelt sich auch nicht automatisch, sondern wir müssen das, man könnte sagen, lernen in dem Austausch mit den Menschen, die das schon können. Es ist nicht ganz leicht, das zu beschreiben oder vielleicht auch nicht ganz leicht, das sich vorzustellen. Man kann davon ausgehen, dass ein ganz kleines Kind nicht zum Beispiel Freude oder Angst oder Alleinsein, also Verlassenheitsgefühl oder so empfindet, wie wir das später dann empfinden, sondern dass das Kind eher, Klammer auf, wie ein Borderliner häufig, das mehr als eine diffuse Unruhe und Anspannung empfindet. Und man könnte auch sagen, dass es sehr körperlich empfindet. Wir sagen körpernah, also dass das alle Gefühle gehen mit Körperempfindungen einher, auch bei uns Erwachsenen. Das ist immer so. Aber beim Kind kann man sich vielleicht vorstellen, dass das sehr viel körperbetonter ist. Und dieses Mentalisieren, die Beziehungserfahrung, versuche ich kurz zu skizzieren, und das ist jetzt alles nur sehr schematisch und vereinfacht. Das Typische ist, wenn, und das ist angeboren übrigens, das weiß man, das ist in allen Völkern der Welt, in allen Kulturbereichen und so läuft das überall gleich ab. Deswegen muss man davon aus, kann man davon ausgehen, dass das angeboren ist, genetisch programmiert zum Beispiel, dass wir als Erwachsene oder als schon Ältere, kann man sagen, wenn wir ein kleines Kind sehen, ein kleines Baby, das sich irgendwie äußert, das zum Beispiel schreit und traurig schaut, dass wir uns einfühlen und dass wir dem Kind automatisch das, was wir in ihm wahrnehmen, wir nennen das Spiegeln in der Fachsprache. Das heißt, dass wir dem Kind automatisch sagen sowas wie, oh, bist du traurig, du Armes. Und wenn Sie es jetzt, so wie ich das versucht habe, so ein bisschen zu imitieren, auch in einem bestimmten Tonfall. Das ist auch ganz typisch. Also mit einem Kind redet man nicht wie im Erwachsenen, ah, du bist traurig, aha, sondern oh, bist du traurig. Also in so einem, in dieser, man nennt das Ammensprache, das ist das Fachbegriff dafür. Also in dem so etwas, könnte man sagen, theatralischen, übertriebenen Tonfall, diesem etwas künstlichen,
und dass man diese, man könnte sagen, dass man diese Traurigkeit vom Ausdruck her ein bisschen spielt und damit dem Kind automatisch auch gleich das Wort sagt. Also das kennen wahrscheinlich alle von Ihnen, von euch, dass man mit einem paar Wochen alten Kind dauernd redet, als könnte das schon was verstehen. Also dass man dauernd sagt, du bist so und so, ich merke, du hast Hunger, du Armes, jetzt kriegst du was zu essen. Oder du schreist jetzt, weil du so lange alleine warst, weil wir dich die ganze Zeit alleine gelassen haben. Das ist dieses Mentalisieren der Erwachsenen, der Bezugspersonen, die sich einfühlen und eindenken, warum ist das Kind jetzt so unruhig, so angespannt, und ihnen das, was wir vermuten, / wahrnehmen, dem Kind mitteilen. Und aus diesen Mitteilungen lernt das Kind sozusagen das, was so diffus als eher eine Anspannung in ist, zu interpretieren als jetzt habe ich Angst oder jetzt habe ich Hunger, weil das die andere Person, die Erwachsene, so einfühlt und weil sie das auch so benennt, also weil sie das dem Kind rückmeldet. Das ist ganz grob dieser Prozess, dieser Entwicklungsprozess. Ja. Ja, so ist es. Also ich wiederhole das nochmal, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, ist es wohl so, Sie haben das so festgestellt, dass wenn ein Kind nicht das erlebt, jetzt in meinen Worten, dass die Bezugsperson diese Mentalisierung vornimmt, sage ich mal, und ihm auch also das mitteilt, dass das Kind dann diese Fähigkeit selbst nicht entwickelt. So, habe ich es richtig wiedergegeben? Ja, das ist so, das würde ich so sagen. Jetzt um Bezug, also die Verbindung zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich nehme das eine Beispiel raus. Wir können mehrere durchgehen da noch, wenn Sie wollen. Diese Neigung dazu, diffuse Angespanntheiten zu haben und nicht differenzierte Gefühle, kommt genau durch. Man könnte sagen, ein Borderliner ist, was das betrifft, auf der Entwicklungsstufe eines kleinen Kindes. Der kann es nur so diffus als Anspannung, als Erregung, als Innere, als Unruhe spüren und hat zu wenig diese Mentalisierungsrückmeldung gehabt in seinem Leben, als dass er das schon gelernt hätte, das selbst sozusagen zu entschlüsseln, was in ihm vorgeht. Kann man das Defizit aufholen, sozusagen, wenn Erwachsenen? Die Frage ist, kann man das Defizit aufholen? Ja, ich sage mal so, salopp, Gott sei Dank kann man das, weil wenn man das nicht könnte, dann wäre ich arbeitslos, um es mal darauf zu beziehen. Also so salopp gesagt. Also man kann das geht. Es geht nur, also dieses Nachholen, und das ist wie mit allem, was man neu sich erwirbt, was man lernt sozusagen, was man sich an Qualifikationen aneignet, geht das im fortgeschrittenen Alter schwerer, als wenn man noch ganz klein ist. Ein kleines Kind lernt alles, könnte man sagen, sehr viel schneller, weil unser Gehirn oder das Gehirn des Kindes noch sehr viel plastischer, nennen wir es, also sehr viel flexibler, sehr viel lernfähiger ist, aber im Prinzip geht das. Und da kommen wir später dann noch ein bisschen dazu, aber um es an der Stelle schon mal zu sagen, therapeutische Herangehensweise, also Psychotherapie solcher Störungen, muss, denke ich, neben anderem, aber dieses Element der Mentalisierungsunterstützung enthalten. Also ganz konkret, wenn ich jetzt einen Borderline-Patienten da habe, der zu mir kommt und sagt, seit gestern Abend habe ich einen wahnsinnigen Druck, bin ich wahnsinnig angespannt, dann ist meine Vorgehensweise neben anderen denkbaren, aber zu dem Thema jetzt, was ganz Wesentliches finde ich, ist das, dass ich dem Patienten helfe, rauszukriegen, was das genau ist. Also was war der Auslöser? Was hast du erlebt, dass du in den Zustand reingekommen bist? Und was genau ist es da, was in dir vorgeht? Und dann kann man zum Beispiel miteinander rausfinden, dass das
Enttäuschung ist, weil irgendein Freund an dem Abend nicht gekommen ist. Ja, bitte. Ja, also Ihr Gedanke ist, wenn nach dem, was ich gesagt habe, ein Borderliner sehr viel intensiver sein eigenes erlebt, ob es nicht dann so ist, dass der auch intensiver sich einfühlen kann oder das erlebt, was im anderen vorgeht. Ja, das würde ich so beantworten, dass ja, das kann man sagen, intensiver im Sinne von, nicht im Sinne von, das habe ich vorhin schon mal an einer anderen Stelle auch so gesagt, nicht im Sinne von genau in den Feinheiten zu erfassen, was für eine Qualität das ist, aber sehr, man könnte sehr intensiv miterleben vielleicht sagen. Also starke angesteckt werden oder so von den Gefühlen oder von der Stimmung eines anderen Menschen in einer sehr intensiven Weise. Dieses intensiv erleben, das kann ich vielleicht intensiv fühlen und intensiv auch zum Ausdruck bringen. Das kann man auch vergleichen mit dem, wie es bei kleinen Kindern ist. Das kennen wahrscheinlich alle von euch. Wenn ein Kind unzufrieden ist, Hunger hat, Angst hat, Bauchweh hat und so, dann ein ganz kleines Kind, ganz umso kleiner, umso mehr, dann ist das in einem Zustand von extremer Not. Also ein kleines Kind, wenn es Angst hat, schreit es wie am Spieß. Dann können wir meinen, das würde jetzt gerade erleben, dass es jetzt gleich erstochen wird oder irgendwie sowas. Also jetzt um mal so, oder? Das ist, glaube ich, für jeden vertraut. Also man kann es wirklich im Prinzip sagen, nicht in jeder Hinsicht, aber bezogen auf diese Aspekte ist das Erleben eines Borderliners ganz vergleichbar mit dem eines kleinen Kindes. Das ist, wenn man so will, ist das auch nicht krank, sondern es ist auf der Stufe eines kleinen Kindes und dem Betroffenen fehlt eben diese Unterstützung oder hat gefehlt diese Unterstützung, das so erleben und auch zum Ausdruck zu können, wie das jemand kann, der diese Hilfe halt hatte, der Anführungszeichen eine gesunde Entwicklung hatte. Ja. Tschüss. Diese kleinen Moment. Das ist ja jetzt alles sehr verkürzt und so schlagwortartig nur dargestellt in der Kürze der Zeit auch, diese Art von Rückmeldungen, diese Interaktionen, die jetzt so die Überschrift Mentalisierung bekommen haben, die führen auch dazu, dass das Kind oder auch der Borderliner als Erwachsene, wenn man das mit dem Borderliner so ungefähr so macht, dass sich die Gefühle beruhigen, könnte man sagen. Also das macht man ja auch mit einem Kind, irgendwie ein sehr erregtes Kind, wenn man in einem einigermaßen ruhigen Ton das einfühlt und auch ausspricht, also rückmeldet, was man in dem Kind wahrnimmt, dann hat das eine beruhigende Wirkung für das Kind. Und wenn ein Kind das oft genug und passend genug erlebt als Kind mit seinem Innenleben, mit seinen Gefühlen, seinen Anspannungen und so weiter, dann verinnerlicht das diese Fähigkeit, für die es am Anfang noch dauernd die Unterstützung, also diese Mitwirkung der Erwachsenen braucht. Und dann kann man das als Erwachsener, wenn es eben gut, einigermaßen gut gelaufen ist, kann man Erwachsene auch gegebenenfalls ohne dass ein anderer Mensch mitwirkt, kann man sich selbst beruhigen. Und das fehlt typischerweise den Menschen mit einer Borderline-Störung. Ja, ich schaue auf die Uhr, wir haben noch 10 Minuten, gell? Ich könnte noch weitere Beispiele für dies, also von den Symptomen jetzt unter dem Gesichtspunkt ausführen, aber ich denke, jetzt auch mit Blick auf die Uhr lassen muss man sein und können noch ins Gespräch kommen, über Fragen, die es gibt, oder Anmerkungen, Kommentare. Doch, bitteschön. Vielleicht den letzten Punkt
Veränderung ist vorhin schon mal gefallen. Und da ist noch Veränderung von außen. Also wird es empfohlen, bei manchen der Symptome kann es ja durchaus sinnvoll sein, von außen gegenüber einem Borderliner hineinzuwirken. Wird das empfohlen, auch zu tun? Oder ja nicht? Also Ihre Frage ist, ob es empfohlen wird, ob es zu empfehlen ist, dass man von außen, Sie haben es ganz so allgemein gesagt, auf einen Borderliner einwirkt. Ich nehme an, dass Sie etwas Konkreteres vor Augen haben, wenn Sie das so fragen, oder? Vielleicht können Sie das sagen. Auf die Symptomenfolie zurückgehen, da gibt es ja schon ein paar Aspekte, wo man zum Beispiel bei Wutanfällen, also beruhigend auf die Person einreden, oder auch bei bestimmten stark emotionalen ausgeprägten Empfindungen in dem Moment, dass man auch da vielleicht versucht, von außen eher beruhigend zu wirken. Hat das einen Effekt auf die Person? Ja. Ja, ja. Also Ihre konkretere Darstellung jetzt, ob wenn man zum Beispiel einen Menschen, einen Borderliner irgendwie, einem Borderliner im Kontakt ist und der jetzt irgendwie, ich sage es mit meinen Worten, stark erregt ist, so aggressiv ist, so, ob man auf den irgendwie einwirken soll, irgendwie das den versuchen soll zu beruhigen. Ja, warum nicht? Also ich denke, dass, also ich sage jetzt nochmal bezogen auf jetzt für uns als Fachleute, die wir jetzt therapeutisch mit solchen Menschen arbeiten, wir machen nichts anderes als das, was unter Menschen gut ist zu machen. Mit dem, man könnte es jetzt vereinfacht sagen, wir fokussieren als Fachleute, wir konzentrieren uns auf das, von dem wir aus der Erfahrung oder aus unserem Wissen über diese Störungen annehmen oder wissen, dass es das günstig beeinflussen kann. Das kann aber im Prinzip jeder Mensch. Und die Prinzipien für dieses Umgehen damit, also dieses Einwirken, sind ungefähr so, wie ich es jetzt beschrieben habe. Ja, neben allen möglichen anderen. Wir schauen ja jetzt das mit dem Vergrößerungsglas, greifen wir das so raus irgendwie. Also dass man, sagen wir mal, dass man ungünstig wäre, jetzt zum Beispiel, wenn man einfach wütend zurückschießt oder so, also dann heizt man das eher auf. Aber zum Beispiel jetzt, um das Beispiel zu nehmen, man hat einen wütenden Menschen vor sich, vielleicht einen Borderliner eben, das gilt aber für jeden. Im Prinzip ist das alles ähnlich, dass man irgendwie zu verstehen gibt, ich merke, du bist wütend und jetzt mal so etwas holprig in Worte gebracht, nur vom Sinn her, irgendwie zu verstehen gibt, ich nehme an, du hast einen Grund. Und welcher ist das irgendwie? Können wir darüber reden? So ungefähr. Mich würde mich interessieren, warum bist du so wütend? Und dann noch sowas mit zum Ausdruck bringen, so rüberbringen, so wie, also, du bist wütend, aber vielleicht geht die Welt nicht unter. So, also, vielleicht ist alles nicht so schlimm. Also, jetzt nur vom Prinzip her. Das könnte eine Rückmeldung sein, die hilfreich ist. Weitere Fragen? Ich weiß nicht, ob du die Präsentation noch weitermachen willst oder ob wir die Fragen machen. Ich bin ein bisschen unsicher. Also wenn sind hier im Raum noch Fragen, gerne Fragen und noch, wir können es kurz machen von dem, was ich noch habe. Ich hätte auch noch eine Frage, ich weiß nicht, wann ich sie anbringen soll. Ja, mach sie ruhig jetzt. Okay, das ist aus dem Netz sozusagen zur Beziehungsstruktur, ein Borderliner, ein hochsensibler, explosive Mischung in einer Partnerschaft oder nicht? Also die Frage, ein Borderliner und ein Hochsensibler in einer Beziehung, explosive Mischung oder nicht? Ja, ein Borderliner, ein Hochsensibler. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie der Hochsensible damit umgeht, was er so sensibel wahrnimmt. Wenn er in dem Sinne, wie wir gesprochen haben, für den Borderliner hilfreich gut auf das also reagiert, was er wahrnimmt, dann kann das Gegenteil von explosiv sein. Wenn der Hochsensible aber, wie ich es eben als Beispiel gesagt habe, aggressiv zurückschlägt oder wegläuft und sagt, mit so einem rede ich nicht, mit so einem will ich nichts zu tun haben, dann denke ich, könnte es eher explosiv sein. Noch eine Frage aus dem Netz? Oder? Okay, dann war hier vorne noch eine Frage. Borderliner
Sie nicht sagen können mit Worten, was die innere Gefühlswelt des Gegenübers ist, dass Sie trotzdem eine unheimliche Intuition entwickelt haben, welche Knöpfe Sie drücken müssen, um eine bestimmte Reaktion zu erzeugen. Ja, also die Frage ist, ob ich, jetzt habe ich nicht genau, wie Sie es formuliert haben, also ob ich dem zustimmen kann, dass Borderliner, die nicht mit Worten ausdrücken können, was in ihnen vorgeht, also was sie empfinden, ich sage es mit meinen Worten, andere Wege haben, also wissen, welchen Knopf sie drücken müssen, um ausdrücken zu können, was mit ihnen los ist. Um erreichen zu können, helfen, eine bestimmte Reaktion zu erzeugen. Ja. Ja, ja, also ob sie mit einer bestimmten Reaktion, die sie nicht, also etwas bewirken können, etwas erreichen können, was sie nicht bewusst und rational beschreiben können. Ja, ja, ich nehme ein extremes Beispiel, weil wir vorhin gesprochen haben, weil ich das erwähnt habe mit Suizidalität, also mit Ankündigung oder Drohung, sich das Leben zu nehmen. Das ist ein sehr extremes Beispiel. Apropos Knopfdrücken. Es passiert bei Borderlinern, um das zu sagen, tatsächlich ziemlich häufig, dass sie auch erfolgreich, also sich tatsächlich das Leben nehmen, aber sehr viel häufiger ist, dass sie sagen, ich bringe mich um, dass sie das jemand androhen. Und das Beispiel nehme ich deswegen jetzt auf Ihre Frage, wenn ein Borderliner, ist jetzt sehr so konstruiert, jetzt alles überspitzt, aber ein Beispiel, was es durchaus gibt, dass ein Borderliner sich von jemandem verlassen fühlt, also dass ein Partner, Freund oder so, sich von ihm entfernt oder also der Borderline das Gefühl hat, der lässt mich jetzt im Stich, der verlässt mich, der lässt mich alleine. Dass er dann das Gefühl, ich fühle mich alleine oder ich habe Angst, verlassen zu werden und ich möchte gern, dass du bei mir bleibst, so nicht ausdrücken kann, vielleicht sogar, wie Sie sagen, gar nicht so richtig wahrnehmen kann und stattdessen, apropos Knopf drücken, in eine Stimmung kommt und das auch sagt, ich will nicht mehr leben, ich bringe mich um. Und damit erreicht, dass die Bezugsperson, der Freund zum Beispiel, oh Gott, ich kann dich jetzt nicht alleine lassen, ich bleibe hier über Nacht jetzt bei dir, ich bleibe bei dir. Also dass er damit erreicht, er wird nicht alleine gelassen, ohne das aber direkt kommunizieren zu können. Aber das ist nicht typisch für einen Borderliner, oder? Doch, würde ich sagen, ja. Aber nicht nur für Borderliner und nicht alle, ist klar, brauche ich nicht nochmal zu sagen. Aber das ist dieses drastische Äußerungen oder Handlungen, etwas bewirken zu wollen, wozu ein anderer Mensch nicht unbedingt diese Handlungen bräuchte, das ist typisch für Borderline. Borderliner, um es jetzt mal auch also pauschal zu sagen, lösen sehr viel aus mit ihren Handlungen, mit ihren Verhaltensweisen. Sehr intensiv, sich zum Beispiel um sie zu kümmern oder sie auch wegzustoßen und können nicht gut wahrnehmen und kommunizieren auf eine, sagen wir mal, besser verständliche und weniger dramatische Weise, was ihre inneren Gründe sind, was ihre Bedürfnisse sind oder was ihre Gefühle sind. Vollkommen unbehandelt, irgendwie ganz normal durchs Leben kommt. Hat er gut und bequem, aber irgendwie überlebt und ja, genau. Also die Frage ist, ob zum einen, der eine Teil der Frage, ob das mit dem Älterwerden sich auch, ich sage es mit meinen Worten auch, ob sich das bessern kann, ob sich das legen kann, die abschwächen kann, ja, die Symptomatik. Und die andere Frage war, ob jemand mit einer Borderline-Störung ganz, wie haben Sie es gesagt, durchs Leben kann, ganz unbehandelt. Ja, also das mit dem, ob das sich abschwächt im Laufe des Alters, tendenziell würde ich sagen, bei vielen ja. Das ist bei vielen psychischen Symptomen so,
durchaus nicht bei allen, aber bei vielen so, dass die, sag mal, dass so salopp gesagt, die Power weniger wird. Also dass sowohl von dem Erleben, von dem Emotionalen, als auch von dem Umgang damit, dem Ausdrucksweisen. Da gibt es verschiedene Gründe, und das würde jetzt den Rahmen sprengen, wie man sich das erklären kann. Aber es ist so. Ja, und ob jemand durchs Leben kommt ohne Behandlung? Ja, natürlich. Ja. Fragt sich nur wie, ja. Ja, aber dazu ist es auch einfach bei den Einzelnen viel zu unterschiedlich, dass sagen könnte, jeder muss eine Behandlung haben und auch nicht bei jedem funktioniert die Behandlung. Apropos Stichwort Behandlung, dazu sage ich noch zwei Sätze, oder? Haben wir noch Zeit? Ein paar Minuten? Ja, genau. Also, wo ist es? Da ist es, therapeutische Prinzipien. In Kurzform. Es gibt Behandlungsmöglichkeiten, es gibt spezialisierte Behandlungsmöglichkeiten für Borderliner, und ich denke, das ist auch wichtig, dass Behandlungen spezialisiert sind, dass es nicht eine, sagen wir mal, ganz allgemeine Psychotherapie ist, und die Spezialisierungen sind unterschiedlich, die es gibt. Also es gibt sowohl vom Rahmen her sehr unterschiedliche Möglichkeiten, es gibt Klinikbehandlungen, es gibt ambulante Therapie, es gibt eine langgehende Therapie, nicht so intensiv, und es gibt sehr intensive. Von den Prinzipien her, von dem, wie das funktioniert, habe ich jetzt drei verschiedene Gruppen sozusagen aufgeführt. Als erstes habe ich die aufgeführt, die ich für ich persönlich und nach dem, was ich heute auch so ausführlicher dargelegt habe, für besonders hilfreich finde. Und das ist auch in wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen, dass die sogar sehr hilfreich sind. Das ist übrigens in dem, sag mal, angesichts der Schwere der Borderline-Persönlichkeitsstörung, gibt es eine gute Seite, nämlich dass es ziemlich gut beeinflussbar ist, wenn es richtig angegangen wird sozusagen. Also es gibt, was das betrifft, diese Behandlungsmethode, die auf die Prinzipien der Mentalisierung besonders, also sich darauf konzentriert, das anzuwenden. Das nennt sich mentalisierungsbasierte Therapie, MBT abgekürzt. Da gibt es Studien, die zeigen, dass in der Größenordnung von 80-90% es eine Besserung der Problematik gibt. Das ist aber alles sehr pauschal, und das müsste man genauer anschauen. Es gibt eine andere Ausrichtung, die eher so, sagen wir mal, im psychoanalytischen Bereich angesiedelt ist, und sagen wir mal, da ist ein wesentliches Element von dem ist, dass das Unbewusste versucht wird, also unbewusste Hintergründe des Erlebens oder der Handlungen der betroffenen Person versucht wird, bewusst zu machen. Und da gibt es einen Namen auch dafür, für eine solche spezialisierte Therapie, die auch ziemlich Verbreitung gefunden hat und ziemlich erfolgreich ist. Und das ist die sogenannte übertragungsfokussierte Therapie. Also das ist die deutsche Übersetzung für das englische Transference Focused Psychotherapy, TFP. Das sage ich, weil das unter TFP ziemlich bekannt ist. Und die dritte, das ist eine im Bereich der Verhaltenstherapie etablierte Therapie, die man auch als ziemlich hilfreich bezeichnen kann. Das ist die sogenannte DBT, also Abkürzung für dialektisch-behaviorale Therapie. Und das haben vielleicht manche schon mal gehört. Ein Baustein dieses Therapie, oder zwei Stichworte nenne ich, das ist Achtsamkeitsschulung, also dass die Menschen unterstützt werden, dabei sich gut wahrnehmen zu können und auch das um sie rum, also das, was um sie rum passiert. Und das andere ist das sogenannte Fertigkeitentraining, Skills Training, das haben vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, wo man mehr, da ist die Vorgehensweise mehr übend. Was kann ich machen, um aus Spannungszuständen rauszukommen? Was kann ich für Alternativen anwenden, statt zum Beispiel mich zu verletzen, um mich beruhigen zu können? Das ist ein grober Überblick über das, was es therapeutisch gibt. Ja. Ja, also ich spüre schon, das Interesse wäre vielleicht schon noch da, aber im Blick auf die Uhr sind wir leider am Ende des Themas angelangt. Aber selten, dass wir so ein interessiertes und gut rückfragendes Live-Publikum hatten, und sehr selten, dass wir mal überzogen haben, was heute ein bisschen geschehen ist. Und ich denke, das ist dem geschehen.
geschuldet, dass es ein spannendes Thema war, dass es spannend gemacht war. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank. Ja. Ich muss mich schon näher an dich hinstellen, weil ich habe vergessen, mein Mikro einzuschalten. Und du darfst mal so nahe kommen, dass man alles gut. Und vielen Dank, dass du die diesjährige Männerakademie oder dieses Semester sozusagen abgeschlossen hast und den Sack oben zugebunden hast. Und danke dafür. Und sie wird weitergehen, also ziemlich sicher wird es noch ein Semester geben, weil die Männerakademie wird 10, wir haben das 10. Semester ab Oktober. Ziemlich sicher wird der zweite Dienstag im Oktober der Start einer neuen Männerakademie sein. Wir hoffen, dass wir spannende Themen für euch zusammensammeln können. Und wir hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt. Wir hoffen natürlich, dass unsere Referenten uns auch gewogen bleiben. Und habt einen guten Sommer und wir sehen uns alle im Oktober und lasst euch's gut gehen. Und bleibt gesund. Danke.